Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich den Mikultor. Ja, das ist so, wie man es aussprechen sollte, so wie ich es verstanden habe. Das ist ja immer mit diesem Gälischen immer ein bisschen schwierig und heißt Große Mission. Und ja, ein Mann, eine Mission, das ist Billy Walker. Die Brennerei hinter dieser Flasche, also es ist ein Single Malt. Dann denkt sich, okay, Mikultor, Distillerie habe ich noch nie gehört. Es ist nämlich eine Zweitmarke, eine Brennerei. Und das ist die Glenallachy Brennerei. Also Billy Walker hat ja 2017 die Glenallachy Brennerei gekauft. Und da diese, ja, ich glaube, hinten haben wir noch irgendwas rumstehen. So ein, ja, dieser Steinschriftzug und Tal der Steine, glaube ich, heißt es, oder irgendwie sowas, dieses Glenallachy. Und daraus hat er echt eine schöne Brennerei gemacht. Er hatte auch wirklich eine nette Möglichkeit dazu. Er hat eine Brennerei kaufen können, die schon seit 1967 bestanden hat. Und die war einfach, ja, eins von diesen Arbeitstieren der Blendindustrie. Also die hat einfach nur Malt en masse produziert und einfach je nach Bedarf in so viel in Bourbonfässer eingefüllt und lange liegen lassen, dass man da auch irgendwelche alten Blends draus machen kann. Aber halt immer in schönen Bourbonfässer rein. Also nichts Besonderes, einfach Bourbonfässer, Bourbonfässer, Bourbonfässer. Und so konnte er die kaufen, konnte sich ein paar schöne Fässer holen zur Nachreifung und dort ein paar richtig schöne Whiskys zur Nachreifung rausbringen. Und das relativ flott. Und jetzt hat er eben vor 5 Jahren, der ist jetzt 5 Jahre alt, der Mikultor, hat er eben angefangen, auch ja, rauchiges Zeug zu produzieren. Und das ist ja, eine sehr interessante Geschichte. 35 ppm benutzen sie, ohne Kühlfilterung, ohne Farbstoffe. Und sie benutzen keinen Eilertorf, sondern so einen, ja, ein Festlandtorf, also ein Highlandtorf, in der Nähe von St. Ferguson. Und ja, man sagt immer beim Highlandtorf, der ist eher so, ja, dieses Heather und das Süßliche und solches. Und weniger dieses Jod, mehr phenolische, medizinische. Also eher so ein süßliches Schinken, ja, Räuchern oder sowas. Bin gespannt. Ich habe es zwar schon im Englischen probiert, aber ich werde dir noch nichts verraten. Ja, schöne Flasche, anderer Torf. Mittlerweile kommt es mir so vor, als hätten die Leute auf dem Festland mittlerweile auch so ein bisschen das Torffieber wieder gepackt. Also man merkt schon hier, beim Glenallachy kommt wieder ein Festlandtorfrauch. Ich hatte jetzt wieder gerade im Live-Tasting hatten wir hier wieder einen mit Festlandtorf. Gut, der besteht, glaube ich, auch schon ein bisschen länger auf dem Markt. Aber man merkt schon, so hier und da wollen wieder ein paar mehr Leute auch torfige Whiskys auf dem Festland produzieren. Aber wäre nicht Billy Walker, wenn es nicht noch ein bisschen mehr anders sein dürfte. Und zwar, ich habe schon gesagt, 5 Jahre gereift, aber worin? Das ist jetzt der Original, nicht der Sherry One, sondern der Original. Der ist, warte, ich lese es ab. First Fill Bourbon, dann American Virgin Oak, also frische Fässer und Ex-Rye Fässer. Also erstmal frische Fässer sind so, ja, Bourbon bloß stärker als Bourbon mit den Holzcharakteren. Also nicht dieses ja, Maisige vom Bourbon, sondern nur dieses Vanille, Karamell und Eiche. Aber das ist satt, weil da einfach in einem First Fill einfach noch so viel drin ist. Und dann Ex-Rye-Fässer. Rye ist natürlich so eine richtig schön würzige Geschichte. Steht leider nicht drauf, wie viel sie von welchen Fässern benutzen. Macht man nie. Kann jetzt natürlich sein, dass es richtig heftig Rye ist oder nicht so heftig Rye ist. Werden wir jetzt gleich sehen. Oh ja. Also, er ist wahnsinnig rauchig. Also das Erste, was einem in die Nase kommt, ist natürlich der Rauch. Aber nicht so ein medizinisches, sondern wirklich so ein schönes Schinken, so ein ausgebranntes Lagerfeuer. Also richtig, wie man es vom Highlandtorf kennt. Und süßlich definitiv auch. Wobei ich jetzt mich frage, okay, kommt es jetzt vom Torf? Denn in der Glenallachy Brennerei haben sie eine Fermentationsdauer von 90 Stunden, also fast eine Woche, und bis 110 Stunden. Also da haben sie sich noch überlegt, ob sie was ändern, als ich das letzte Mal da war. Ich weiß nicht genau, wie viel sie haben, aber sie haben
bestimmt über 90 Stunden Fermentationsdauer. Und da hat man immer eine richtig wahnsinnige Fruchtigkeit mit tropischer Fruchtigkeit und allem. Also das ist Wahnsinn. Und das ist bei mir jetzt ein bisschen die Frage, ist das jetzt von der Fermentation oder ist das jetzt vom Torfrauch? Ich tippe jetzt mal gerade zu sagen auf beides. Naja. Beim Wandern gibt es immer so ein Kraut im Wald, wenn man da vorbeiläuft. Das riecht immer so wahnsinnig süßlich, leicht verwest. Das ist jetzt nicht, was ich was Negatives sagen soll, will. Aber diesen süßlichen Touch davon hat es. Von Wald. Und es erinnert auch so ein bisschen an Wald. Weiß nicht, ob es jetzt der Rye mit dabei ist. Oder die frischen Fässer mit viel Eiche. Aber auf jeden Fall, er hat so wirklich eine Menge Sachen drin. Er hat Rauch drin, wenn man da ein bisschen wartet. Kommt man definitiv auf was Süßliches, man kommt auf was Frisches, Kräuter, Heather, man kommt auch sehr viel auf Eiche und so ein bisschen Wald, süßlich, ja, kommt man auch noch eine ganze Menge. Interessant, einer der Whiskys, die jetzt, würde ich mal sagen, sehr jung sind, aber doch eine Komplexität haben. Aber nicht diese gealterte, oxidierte Komplexität, sondern eher, dass man einfach nett viele verschiedene interessante Geschmäcker schön zusammengepackt hat. Klasse. Den behalte ich nochmal. Heftig rauchig. Wahnsinnig heftig rauchig. 50%, also er drückt auch ganz schön, also er ist ein intensiver Whisky. Man merkt, er ist nicht so alt. Also er ist definitiv keiner, der diese Maturity, diese Reife hat, dieses Alter. Aber es kommt von allen Seiten, kommen irgendwo Geschmäcker und die sind wahnsinnig interessant. Also Eiche, Süße, so wenn man es im Mund hat, erstmal kommt der Rauch. Dann gewöhnt man sich so ein bisschen dran, dann merkt man so, okay, so ein leichtes Glühen im Mund, so eine Süße bildet sich aus. Jetzt beim dritten Schlückchen müsste es langsam sein, habe ich ein bisschen Trockenheit im Mund. Also kommt auch ein bisschen trocken rüber. Ja, könnte auch vielleicht ein bisschen Wasser vertragen. Das wäre mal eine interessante Geschichte. Bei 50% muss man nicht, darf man auch. Kann man schon Wasser reinmachen. Muss ich aufpassen, ich habe nicht viel im Glas. Da muss ich jetzt sehr, sehr wenig Wasser reintun. Sehr starke Weinbau. Also, der geht wahnsinnig Richtung süß. Also bedeutend süßer als vorher. Er hat schon noch gut Rauch drin, aber die Süße macht dann einfach so einen Peak raus. Wer seinen Scotch gerne ein bisschen süßer mag, so ein, weiß nicht was ist, Zucker, Honig, so in der Richtung kommt da ein bisschen süß raus. Könnte man auch noch als Karamell sehen, finde ich aber jetzt nicht so stark wie bei anderen stark Bourbon fast gelagerten Whiskys. Er hat einfach eine gute Spitze im Süß. 49,90 kostet er zurzeit bei whisky.de zu kaufen. Ist jetzt kein Schnäppchen, aber ist jetzt auch nicht überteuert. 55%, 0,7 nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt. Von einer kleineren Brennerei, was Neues, ist das in Ordnung Preis. Ja, kann man machen. Also ich finde es eine schöne Geschichte. Man muss es halt ein bisschen mögen, dass man hier nicht den wahnsinnig alten Whisky bekommt. Also es ist kein New Age Statement Whisky. Sie haben klar draufgeschrieben, 5 Jahre. 5 Jahre ist ein junger Whisky. Weiß man, was man bekommt. Finden aber lecker. Er hat keine metallischen Spitzen oder er ist nicht zu wenig gelagert. Also sie haben ihn definitiv vorher probiert und für gut befunden, bevor sie ihn rausgelassen haben. Und ich würde auch sagen, ist ein junger, aber dafür ein guter Whisky. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.